Um diese Stammfunktion zu bestimmen, kann man partiell vorgehen, so wie im Tutorial Stammfunktionen berechnen 004 gezeigt. Aber wenn wir diesen Bruch in diese Form schreiben, so erkennen wir sofort, dass die Ableitung von ln von x, das heißt 1 auf x, dahinten multipliziert. Also dürfen wir auch das Substitutionsverfahren anwenden. Wir nennen diesen Funktionsteil, dessen Ableitung multipliziert, diesen Funktionsteil nennen wir u. Wenn u ln von x ist, dann muss die Ableitung von u gegenüber der Variablen x 1 auf x sein. Und diesen Bruch können wir so behandeln wie jeden gewöhnlichen Bruch. Die Zahl dx, die hier links vom Ist-Zeichen teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Wir erkennen also, wenn man u gleich ln von x stellt, dann muss du 1 auf x dx sein. Und somit können wir hier die Substitutionsformel einsetzen. Wir schreiben also Stammfunktion von u, ln von x ist ja u, und dann dieses Paket 1 auf x dx wird ersetzt durch du. Und somit stoßen wir auf diese Stammfunktion. Das macht natürlich u² halbe. Und sobald man die Stammfunktion in u gefunden hat, ersetzt man dieses u durch das, was es ist, als Funktion von x. Wir ersetzen also hier das u durch ln von x und fertig. Die Stammfunktion wurde so etwas schneller bestimmt als in diesem Tutorial. Diese Formel ist wirklich sehr, sehr praktisch.